Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr seht könnt, ist es Formel 1 2014? Fragezeichen? Nein, es ist Formel 1 1997. Und hier sehen wir gerade den Williams von Jacques Villeneuve. Ja, also richtig mit den Reifen und alles irgendwas gemacht. Und wir fahren jetzt mal drei Runden. Also ihr seht, ich kann auch mal ins Menü gehen hier und die sind alle bewohnt, man ist Williams, Renault, Ferrari, Benetton, McLaren, das wird es halt, Benson, Hedges, Jordan, Peugeot noch, jeder Po, Sauber, Burrows, Stuart Ford, Tyrell und Minardi. Und halt noch die ganze Ware hier. Villeneuve, Benson, Schumacher und Irvine, also hier alle Fahrer. Bin hier dabei, sagen wir jetzt legen wir los, wenn wir den Schumacher natürlich auch bedeckt kann ich besser fahren, da habe ich mehr und bessere Ergebnisse. Ihr seht, alle in der alle Strecke in der richtigen Reihenfolge, also ihr seht, das ist Australien, dann Brasilien, dann der Tour. Argentinien, Grand Prix, Auto Romeo, oh ja, das kann geil sein. Ihr seht, das ist Silverstone, das liegt wie eine Mod und ihr seht auch, das ist die Monsterstrecke aus San Marino. Also es ist auch richtig die alten Strecken noch, wie zum Beispiel Nürburgring, also nicht die Nordschleife, sondern der alte, also der neue Nürburgring. Der neue Nürburgring, hier San Marino, was gibt's dann noch? French Grand Prix, alles klar. Ganz mehr, das ist gut, zweimal machen. Ja, dann haben wir hier Deutschland halt noch, ne, aber ja, zum Beispiel, ja, ich spiele ja ganz am Ende. Österreich, dann hier Luxemburg, okay, das ist der Nürburgring, ne, haben die Hockenheim-Strecke. Sieht nicht so gut aus, aber dann Jerez. Wir nehmen es mal. Brands Hatch. Das ist Brands Hatch, ich weiß es. Ein Schnapp. So gehen wir mal, ich bin sehr schlau. Ja, und ja, da sind richtig die alten Teams, noch richtig, ja, ihr seht, wir befinden uns in Brands Hatch. Und die alten Strecken, sieht sehr heftig aus. Und wir fahren natürlich, also der 1997er, das ist ein Mod, werde ich in die Videobeschreibung packen. Vielleicht hättet ihr Bock drauf, dass ich eine richtige Serie was mache, also ich fahre eine Fahrerhaltung. Drei Runden, also ich denke irgendwie 77 Runden oder so. 14. Hier steht zwar Silverstone dran, aber ist dann. Ja, okay, okay. Ja, also richtig hier alles gemacht. Ganzen Helm und so, sieht sehr geil aus, also richtig gelungen. Und wir haben noch einen zweiten Mod, und zwar das ist der Risk Damage Mod, den ich schon in Ungarn dabei hatte, also vom 14er Projekt. Auch die Sounds! Sind auch da. Und ich starte von der 18! Alles klar, also Platz 1. Aber Scheiße, was geht hier ab? Das ist ein Arrows auf Platz 1. Ach ja, mein auf die meinen Ferrari ist auf 18 und 19 oder was? Und ich weiß nicht, was abgeholt hat, hat er 20 oder klar, ne? Ich weiß nicht, ob 22 ist, aber. Ups. Vielleicht geht's erstmal los. Jetzt gucken wir mal. Hey. Also richtig die alten Fahrer noch. Larini, sauber. Also die ganzen alten Fahrer noch. Alle Fahrer sind dabei. Und auch die ganzen alten Strecken, das ist sehr geil gemacht. Was kollidiert? Ach, komm ich vorbei. Ja, ja, ja. Oh, jetzt fahr ich auf. Hill ist ja von 1 gestartet, ne? Die beiden Schumachers auf 2 und 3. Sieht ja sehr witzig aus. Schumacher, Schumacher. Brands Hatch ist eigentlich sehr einfach zu fahren. Ach, jetzt sofort diese beiden, diese Kurven hier, die. Aber wir können auch mal auf Nürburgring fahren, zum Beispiel, also in Luxemburg,
Ja, ich habe zu gut. Wo er später dann zum Unterkonfis. Moment. Da noch. Oh, jetzt wird geholt. Keller. Ja, ich weiß nicht, wie ich mich. Oder was er irgendwie in der Mühe bringt. War sehr geil gemacht, auch die ganzen Strecken und so halt, ne? Alle Sounds und es gibt keinen DRS, auch noch nicht der achte Gang. Der achte Gang ist ausgeschaltet, denn vorher gab es keinen achten Gang. Und ich glaube nur zwei Teams, ich glaube Ferrari und Jordan, die haben den siebten Gang, die anderen haben auch noch sechs Gänge. Und ich werde angerufen. Oh Gott, oh mein Gott, oh nein! Ein Frontflügel ist ab! Gut. Ansage. Ja, sorry! Ich hab kaputten Frontflügel. Ich kann nicht auf meine Reifen aufpassen. Aber ihr seht, das ist eigentlich eine ganz einfache Strecke. Auch mal so lang wie in Österreich. Ja, ich weiß nicht, wie es kommt. Wir sind jetzt schon in der letzten Runde. Ich bin jetzt hier in die Box. Aber ich komme wieder gleich Sekunden zurück. Von der 1.11. Eine 1.11 fahren wir. Das fängt hier Bock drauf, dass ich dann halt immer halt ganz normal für mein Zettel 14 bringe. Und auch zwar zwischendurch mal so, ne? Wenn man nicht weiß, was ich hochladen soll, dann einfach, dass ich dann Formel 1 seit 1997 bringe. Ich mache jetzt kein richtiges Projekt draus, halt mit der Karriere, sondern einfach mal diese drei Runden so auf Grand Hatch oder so, ne? Ich beim nächsten Mal Wirbung bringen. Das ist eine sehr, sehr geile Kurve, das ist so geil. Wenn man ohne Bremshilfe dann durchfährt, ne? Also ich fahre ja mit einer minimalen Bremshilfe. Die kommt so weit raus und dann ist die Kinderplatten an. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber wenn man komplett Bremshilfe aus hat, das ist dann. Und dann gibt es so eine komische. Ich habe da ja vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen. Oder Samstag. Fliegen in der Formel 1. Jo. Ich hab 15 Positionen. Ich hab 15 Plätze gewonnen. Das ist nice. 1 Minute 9, ne? Also damit noch 69 Sekunden mehr durch, nicht? Sehr geil. Du stehst auf dem Podium. Platz 3. Sehr gut gemacht. Tolles Rennen. Ja, geil, ne? Naja, wollte ich noch sagen. Ich hab ein Fahrt verloren. Dann fliegen wir nochmal weiter. Also drei Runden halt ganz cool dann. Ja. Ja, ich war wieder hochgeladen, fliege nach Formel 1 und dann habe ich diese komische Strecke. Was macht der da so? Bin ich ganz geil gemacht. Die Strecke. Am Ego-Grün muss man da sagen, die haben einfach das 2013 genommen. Die Strecke. Denn die war 2013 dabei. Naja. Das ist ja wirklich voll eine lustige Sprungkuppe. Einfach so ein Hügel, wenn man darüber fährt, dann ohne Bremshilfe dann kann man. Das ist ein unsichtbarer Zaun. Also der Zaun und darüber ist gar nichts in Luft. Aber wenn man dagegen knallt in die Luft, dann fliegen trotzdem beide Reifen. Das ist eigentlich nicht okay, das ist sehr witzig. Naja, das wäre es ja gewesen von diesem Video. Vielleicht hätte der Bock, dass ich mal ein paar zwischendurch mal so drei Runden fahre. Auf zum Beispiel heute. Jo. Das ist gewesen. Richtig gefallen. Hat eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen und tschüss.